Manuel Eder ist der CEO von Attic Film Salzburg. Er und sein Team haben sich auf die Produktion von Imagefilmen im Bereich Lifestyle und Trendprodukte, aber auch Autos und Motorräder spezialisiert. Da liegt es nahe, dass er zu den geschätzten 22.000 begeisterten E-Autofahrern Österreichs gehört. Für mich war es einmal das digitale Fahren, das neue Fahren und speziell die Erfahrungen, die neuen Erfahrungen, was man damit machen kann. Und diese sind extrem spannend. Also man lernt extrem viel dazu. Und wie schlägt sie sich im Alltag? Meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Seit dem Jahr 2015 nehmen die Verkaufszahlen bei E-Autos jährlich um 4.000 Autos zu. Trotzdem sind das nur 2% der Neuzulassungen in Österreich. Die Umstellung vom Verbrenner auf das E-Auto war für Eder schon eine sehr spezielle Erfahrung, zumal auch das Tankverhalten ein anderes ist. Also mit den Pausen, das kommt immer auf die Vorbereitung drauf an. Was weiß ich heute, was ich morgen machen muss? Morgen bin ich zum Beispiel in Wien. Und sollte ich heute relativ voll sein, dann kann ich auch eine Fahrt ohne Zwischenladung schaffen. Wenn ich in den 3 Stunden, wo ich im Auto verbringe, einmal bei der Hälfte kurz, zum Beispiel in St. Valentin, stehen bleibe, für 10 Minuten oder 20 Minuten, dann schadet es mir auch nicht. Und in Wien stelle ich mich dann, je nachdem, wo ich arbeiten muss, bin ich längerfristig dort oder nur für einen halben Tag, stelle ich mich hin und lade, während ich arbeite. Aber nicht nur Strecken zwischen Salzburg und Wien gehen sich wunderbar aus, sondern auch schon getestete Lang- und Urlaubsstrecken in Europa. Also ich bin schon, wie gesagt, Langstrecken nach Dortmund hochgefahren, dazwischen Frankfurt Flughafen, weggeflogen, zurück, also oder direkt in die Schweiz, auch mitten in die Schweiz, über Alpen bis hin nach Milano, Italien und ja, in den Osten auch relativ weit mit Budapest zum Beispiel. Wer jetzt Angst hat, dass es zu wenig Lademöglichkeiten gibt, den können wir mittlerweile beruhigen. Die Salzburg hat derzeit etwa 100 Ladestationen im Bundesland Salzburg. Fast ein Drittel der 119 Salzburger Gemeinden hat bereits ebenfalls eine. Auch das Netz der Schnellladestationen wird weiterhin ausgebaut. Strom zum Laden gibt es aber auch für zu Hause oder fürs Büro. Gerade im Thema zu Hause, es ist natürlich am angenehmsten mit einer Wallbox. Wo ich quasi immer die notwendige Reichweite habe, dass ich quasi meinen Tagesschnitt halten kann. Also ich erreiche meine Ziele, was ich am nächsten Tag vorhabe. Und das ist natürlich sehr praktisch. Genauso praktisch, wie das Auto zum Beispiel auch selbst ausparken kann. Aber keine Sorge, es würde, sobald ich davor gehe, kann es hier steuern, sobald ich davor gehe, stoppen. Kommen wir aber zurück zur Ladeinfrastruktur. Auch über die Möglichkeit einer eigenen Wallbox für zu Hause oder fürs Büro beraten Sie die Experten der Salzburger AG gerne. Die Infos dazu finden Sie auf www.salzburg-ag.at.